Hallo Leute, heute kommt das meist nachgefragteste Video, denn unter meinen Kommentaren wird am meisten nachgefragt, erstens, wann packst du wieder Süßigkeiten aus? Und zweitens, kannst du mehr Videos mit Dirk machen? Yay! Kannst du noch so John Cena Musik reinmachen? Okay. Yay! Was machen wir heute? Heute packen wir Süßigkeiten aus. Diesmal freue ich mich richtig, denn das sind nicht die normalen Süßigkeiten, das sind die leckersten von Doki Doki Boxy. Auf DokiDokiBoxy.com. Erstens, ich liebe diesen Namen und zweitens ist es schon das zweite Mal, dass sie mir ein Paket zuschicken und das erste Mal war richtig lecker. Ja, die waren richtig lecker. Also ist es sozusagen Teil 2. Guck mal, wie riesig das ist. Das ist übrigens ihre April-Box. Ich glaube, die kann man noch bestellen. Und unten ist in der Beschreibung ein Discount-Code. Da ja! Ein bisschen billiger, glaube ich. Irgendwas mit Hazel, oder? DDBX Hazel ist der Code. Irgendwie so. Naja, guckt auf jeden Fall erstmal in die Beschreibung. Nicht, dass ich was Falsches sage. Oh mein Gott! Ich muss erstmal eine ganze Packung KitKat drin. Übrigens, wir haben davon noch 5 oder so. Ah, man kann hier übrigens schon sehen, was drin ist. Und dieses KitKat-Snack ist ein Premium-Candy-Snack. Genau. Die stecken dir einfach so eine... Eine ganze Tüte. Ja. Matcha KitKat. Da wir schon 5 davon haben. Ja, ich denke, ich habe davon schon genug. Deswegen denke ich, dass ich das verlosen kann. Kann man auch verschicken. Ist schön schmal. Also schaut bis zum Ende des Videos. Um zu wissen, wie. Genau. Ich sehe ganz viele Chips. Ich liebe Chips. Das sind wieder auch so Umai, Chips, Umai, oh, Umaibo? Umaibo. Oh, die haben sogar 2 gemacht. Für jeden 1. Wirklich? Ist es dasselbe? Ich glaube, das ist aus Versehen. Und zwar ist das diesmal Umaibo Beef Tank. Rinderzunge, ja. Ja, aber das ist doch so eine richtige Spezialität im Norden von Japan. Ich glaube, in Vietnam isst man das auch. Aber ich glaube, da ist nicht wirklich was Fleischiges drin. Oh, es riecht aber eigentlich immer fast gleich, so wie Instant-Pulver. So. Also erstmal zeigen, ne? Wie ein richtiger. Mann, warum haben wir uns keins geteilt? Das ist ja überriesig, wa? Ja. Bisschen trocken. Und Maibo schmeckt immer sehr deftig. Aber schmeckt nicht nach Rinderzunge, falls ihr euch das fragt. Das wäre eklig irgendwie. Nee, Rinderzunge schmeckt doch gut. Ja. Als nächstes. Warte mal, lass mal aufessen. Oh, wusste nicht, dass wir heute aufessen. Sonst schmeißt die mal weg. Nein. Mein Bruder kriegt dann welche. Die Reste natürlich. Okay, als nächstes habe ich hier irgendwas, was pizzaartig aussieht. Texas Corn Pizza Flavor. Ah. Small crunchy corn puffs that are known as Texas corn. Schmeckt wie der Umaibo davor. Na, schmeckt übelst wie Umaibo. Konsistenz wie Umaibo. Geschmack ist ein ganz bisschen anders. Er schmeckt richtig wie so eine Salami-Pizza mit ganz viel Kräutern. Er schmeckt wirklich wie Pizza, ja. Ja, ich habe gerade reingeguckt und irgendwie sind da 6 oder 7 verschiedene Arten von Chips. Das sollten wir heute nur die Chips probieren und das japanische Chipsorten nennen. War nicht lustig. Nee. Auf jeden Fall haben wir jetzt sowas wie diese Kram-Chips, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Und zwar ist das Aji Curry. Wird wahrscheinlich nach Curry schmecken. Also hier steht, der Geschmack ändert sich mit dem Wetter. Und der Jahreszeit. Ich übel's nach Curry. Ist auch so gelb. Oh, ist eigentlich wie Krabbenchips. Nicht Krabbenchips, sondern diese... Ja, ich weiß schon. Diese, ich kenn doch diese roten... Wo ein Schrimp vorne ist als... Ja, da sind so 2 rote Schrimps drauf. Ja. Und die Verpackung ist so silber und rot. Silber und rot und weiß. Und so eine thailändische rote Schrift. Falls ihr das kennt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich weiß noch, einmal haben Bibi und... Wie heißt der andere? Bibi und Julian haben mal eine Asia Candy Challenge gemacht. Und als sie es gegessen haben, haben sie so gemacht. Alle sagen, es schmeckt gut. Weil sie Klicks wollten, weil sie Likes wollten für extra Ekelhaftigkeit, obwohl die Chips voll geil schmecken. Lass uns auch so tun, als wär's ich. Nochmal. Schmeckt gut. Oh, schmeckt immer gut, Alter. Wow, das ist eine große Tüte. Alter. Hier steht Ariel. Ich dachte gerade, das wäre so eine Waschmittelwerbung. Guck mal, das ist so schichtenmäßig. So 1, 2, 3, 4 Schichten Chips. Und mit Käse wahrscheinlich. Cheddar Cheese. Also, das sind so Schichten. So wie Blätterteig. Und dazwischen ist halt Käse. Und Luft.
Lecker! Japanische Chips sind übrigens richtig geil. Meine lieblingsjapanischen Chips, die findet ihr unter meinem lustige japanische Süßigkeiten Video. Und zwar waren das Orangenschalen-Chili-Chips. Das war bis jetzt das Beste. So sieht aus wie Zinni-Minis. Sieht er, wollte auch sagen, mit Cornflakes. Die Luft schmeckt man raus. Es ist sehr käsig, aber es schmeckt total süß. Ist wie ein bisschen wie Tuck. Das schmeckt richtig gut. Ja. Da im Nachgang ist es voll süß. Das schmeckt richtig gut. Richtig nice. Wieder eine sehr große Tüte. Und diesmal ist ein Ninja drauf. Und die Chips sehen ganz komisch aus. Ist das ein Handzeichen? Ich weiß nicht, wie das geht. Was habe ich gerade gemacht? Schreibt in die Kommentare. Es ist Ninja Snack Fuwamaru. Also da gibt es Sojasoßen und Buttergeschmack. Mais, Butter und Sojasauce. Geile Kombi. Es sieht aus wie ein Ninja. Mit sehr viel Fantasie sieht das aus wie ein Ninja. Ich mag die Beschreibung, da steht nämlich drin, dieser Snack wird so schnell verschwinden in deinem Mund wie ein Ninja. Wow. Komisch? Ja, komisch. Riecht nach Sojasauce überall. Sag mir, wusste ich. Die Beschreibung stimmt. Man braucht nicht wirklich kauen, sondern es ist so eine fluffige Konsistenz, dass die so in deinem Mund zerfällt. Das ist wie Popcorn. Ja. Du hast recht, das schmeckt nach salzigem Popcorn. Oh, das müssen wir aufheben für Kino. Die sehen ziemlich normal aus. Guck mal, ob es von Kalbe ist. Das sind Nori Potato Chips. Aber das ist von Kalbe. Ah. Diese Chipsorte ist von Kalbe und Kalbe hat übrigens dieses Jahr ein wirtschaftliches Problem wegen der Ernte. Irgendwie zu viel Regen? Auf jeden Fall zu wenig Kartoffeln. Genau, zu wenig Kartoffeln, dass sie Angst haben, dass dieses Jahr ein sehr schlechtes wirtschaftliches Jahr wird. Also unterstützt Kalbe. Also nur in Japan. Ja. Also Nori-Blätter kennt ihr aus den Sushi und so. Ja, das ist eigentlich unsere Lieblingssorte. Sehr lecker. Ich freue mich voll. Wie lange ich das nicht gegessen habe. Das haben wir jeden Tag gegessen in Asien. Schmeckt übelst nach Meer. Meinst du das Meer? Ja. Ja, okay. Aber man muss sagen, hier ist schon sehr viel Luft drin. Ne? Ja, die haben weniger Kartoffeln dieses Jahr. Ach ja. Wir unterstützen das. Luft hier. Schmeckt gut. So viel Chips und so viel Luft. Die Kartoffeln sind echt geil, oder? Ja. Los, das ist dein Auftritt. Und jetzt haben wir Karamellkorn. Du redest wie eine Zweijährige. Oh, tut mir leid. Du Opfer. Das ist ein Insider und zwar ist es mein meistgeklicktes Video. Karamellkorn. Das hat schon fast 100.000 Views. Und das war mein allererstes Video, was halt kein Let's Play war. Und ich habe zum ersten Mal geredet, so, vor der Kamera. Dirk war sogar da. Naja, auf jeden Fall hat es richtig viel Hate abbekommen. Aber I don't care. Damit bin ich voll gewachsen. Karamellkorn. Wie süße Flips, ne? Diesmal sind die ganz anders. Ich hatte schon mal das ganz normale Karamellkorn. Das schmeckt auch schon richtig gut. Dann hatte ich mal diese Weihnachtsedition. Und das ist jetzt, glaube ich, irgendeine Kuchensorte. Das schmeckt zitronig ein bisschen, wa? Cheesecake. Rare Cheesecake. Kein normaler Cheesecake, es ist ein Rare Cheesecake, ein seltener Cheesecake. Auf jeden Fall Karamellkorn kann ich euch richtig empfehlen. Ich liebe es. Karamellkorn. Aber es hat voll leicht so eine säuerliche Note, ne? Ja. Jetzt kommt die letzte Chipsorte und die sieht auch richtig krass aus. Ramen. Das ist Ramen. Sieht aus wie so, doch, Ramen. Aber so Ramen ohne Suppe. Es ist ein Premium-Snack. Also taiwanesische Soba-Nudeln. Haben wir Soba gegessen in Taiwan? Ja, kalte Nudeln haben wir aber gegessen. Echt? Boah, die Chips sehen nice aus. Richtig weiß. Das ist mal eine andere Sorte. Warte, ich will eins, was nicht kaputt ist. Okay, das probiere ich mal. Bam. Das ist ganz leicht scharf. Oh, ich liebe es. Ganz viele Geschmacksrichtungen gleichzeitig. Übelst lecker, ey. Ja. Probiert auch mal. Oh, ihr habt ja einmal abgebissen. Okay, so wenn ich jetzt von den Chips entscheiden muss, was das Leckerste ist, kann ich mich nicht entscheiden. Also die Nori-Chips, die esse ich wirklich jeden Tag, wenn ich in Asien bin. Ja, Kalbi ist halt richtig gut. Und die waren vom das Geschmack war aber geil. Richtig neu. Und, oh, das war auch richtig gut. Oh, oh, oh. Also, heute entscheiden wir uns nicht. Ihr sollt natürlich nicht denken, das ist alles.
Hier ist noch so viel drin. Oh, da ist noch ein Spielzeug drin. Ein Spielzeug. Es ist ein Schlüsselanhänger oder Handyanhänger mit der 1000 Sunny. Oh, wo weißt du, dass es 1000 Sunny ist? Ach. Steht da. Und ich wusste es, weil wir waren doch mal in dem One Piece Restaurant. Und da ja. Herzlichen Glückwunsch, Dirk. Hier ist deine erste Bezahlung. Oh, endlich werde ich mal für meine Mühen bezahlt. Danke. Dirk ist ein großer One Piece Fan. Nee, bin ich nicht. Ich gucke es jede Woche, aber ich bin kein Fan. Auf jeden Fall solltet ihr mal DokiDokiBoxy.com auschecken. Ich war eigentlich noch nicht auf ihrer Seite. Ich bin ein riesiger Fan von DokiDokiBoxy. Ich glaube so, dass ich in Zukunft ein riesiger DokiDokiBoxy-Unterstützer bin, weil die sind auch richtig nett. Ich habe ein Foto auf Instagram geteilt und dann haben die es geliked, dann haben die es auf Twitter geteilt und sowas. Und das ist wirklich keine YouTuber-Box oder so. Das ist eine Box, die man wirklich sich bestellen kann monatlich. Also, wenn ihr Fans Interesse von habt, japanischen Süßigkeiten seid. Und wie gesagt, guck mal, da war einfach mal das hier drin. Einfach mal eine KitKat-Packung drin. Und hier in Deutschland zahlst du dafür wie viel Euro? 8 Euro? Nee, ich glaube bei JSTOR ist 7,45, was auch fast dasselbe ist wie 8 Euro. Ja, und ihr könnt es dann jetzt heute einfach mal gewinnen. Und zwar müsst ihr halt auf jeden Fall einen Kommentar hinterlassen, weil sonst kann ich nicht erkennen, dass ihr es gewinnen wollt. Und zwar einfach einen Kommentar mit dem Hashtag DDBXHazel. Das ist übrigens auch euer Discount-Code. Verbreitet den Hashtag. Oh, und schreibt dazu auf jeden Fall, was eure liebste japanische Süßigkeit ist. Und falls ihr noch keine getestet habt, dann schreibt irgendwas. Schreibt irgendwas. Wie findet ihr meine kurzen Haare? Und seid Abonnent. Und du hast schon 8000. Ja. Ich weiß, ich habe schon seit 2 Tagen 8000 Abonnenten. Yay, es ist so ein großer Schritt zu den 10.000, hat ApoRed mal gesagt. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen, ne? Smash den Like-Button, wie smash Julian Bam sagen würde. Vergewaltigt den Like-Button. Das ist das Einzige, was ihr vergewaltigen sollt. Und den Abonnieren-Button. Ah ja, den Abonnieren-Button. Denn irgendwann wollen wir ja auch mal 10.000 erreichen, weil ApoRed hat gesagt, ab 10.000 geht's nur noch aufwärts. Bis zum nächsten Video. Bye.